Hallo im Cottbuser Tierpark. Bevor wir unsere Tour durch den Tierpark beginnen, möchte ich dir noch kurz einige wenige Hilfen für den Umgang mit dem Player geben. Du kannst die Tour jederzeit mit der Pausetaste anhalten, um dann zur nächsten Station zu gehen. Damit du keine Station verpasst oder zu früh hörst, solltest du auf alle Fälle die Pausetaste drücken, immer wenn du das folgende Geräusch hörst. Wenn du die nächste Station dann erreicht hast, kannst du einfach wieder auf Wiedergabe drücken und die Tour geht weiter. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit Chester im Tierpark und wir können das Pausedrücken ja gleich mal üben. Also schnell die Pausetaste drücken, wenn das Geräusch kommt. Hallo, ich bin Chester, das älteste Katterweibchen in unserer Familie. Die anderen meiner Gruppe treffen wir später. Ich wohne schon sehr lange hier, aber nicht so lang wie die beiden größten und schwersten Damen in unserem Zoo. Weißt du schon, wen ich meine? Genau, die Elefanten. Komm, wir gehen sie besuchen. Auf dem Weg dahin sehen wir noch die Trampeltiere. Achte einmal darauf, wie sie laufen. Sie gehen mit beiden Beinen einer Seite gleichzeitig. Das nennt man Passgang. Da sind sie ja. Das sind Carla und Sundali. Wir sagen hier aber alle nur Dali. Die beiden kennen den Tierpark schon sehr lange. Sie sind schon fast 40 Jahre hier. Weißt du auch, was das für Elefanten sind? Sieh dir den Kopf genau an. Da fehlt etwas, was Elefanten sonst haben. Richtig, es fehlen die Stoßzähne. Daran erkennt man weibliche asiatische Elefanten. Unsere beiden Damen fressen den ganzen Tag. Am liebsten natürlich süßes Obst wie Melone, Äpfel und Bananen, aber auch Gemüse. Sie haben mir verraten, dass ihnen grüne Gurken am besten schmecken. Täglich um 14.30 Uhr kommt ein Tierpfleger mit einer großen Kiste. Um diese Uhrzeit dürfen die Besucher die Elefanten füttern. Wenn wir am Spielplatz vorbeikommen, toben wir aber erst einmal richtig. Und vielleicht gibt's ja noch ein Eis in der Gaststätte. Ich möchte dir die tollsten Schwimmer in unserem Park zeigen. Lass uns zu den Pinguinen gehen. Es sind Humboldt-Pinguine, die an den Küsten von Südafrika leben. Unsere Pinguine können den ganzen Tag in ihrem Becken schwimmen und tauchen. Sieh, wie sie ihre Flügel benutzen. Mit denen können sie zwar nicht fliegen, aber unter Wasser dienen sie als Flossen und damit sind sie sehr schnell. Beobachte sie beim Schwimmen. Eigentlich sieht es doch aus wie Fliegen, aber eben unter Wasser. Kennst du noch einen Vogel, der nicht fliegen kann? Der Strauß. Die wohnen bei uns mit den Zebras und Antilopen auf der Afrika-Anlage. Die Tierpfleger kommen jeden Tag um 15.15 Uhr, um unsere Frackträger mit Fisch zu füttern. Dabei erzählen sie viele interessante Dinge
und du kannst sie auch fragen. Hast du Lust, mit mir in den Streichelzoo zu gehen? Dann los, das ist gleich nebenan. Oh Mann, da ist ja was los. Die bunte Gruppe da, das sind unsere afrikanischen Zwergziegen. Das sind Haustiere. Die meisten Haustiere haben ein geschecktes Fell und nicht alle Tiere der Gruppe sehen gleich aus. Haustiere können so auffällig sein, weil die Menschen auf sie aufpassen. Bei uns Wildtieren ist es sehr wichtig, dass wir an unsere Umgebung gut angepasst sind, weil wir uns vor Feinden schützen müssen. Deshalb sehen bei uns alle gleich aus. Die Zwergziegen geben wenig Milch, aber das Fleisch und ihre Haut sind für die Menschen wichtig. Weißt du, was man aus Ziegenhaut machen kann? Richtig, Leder für Schuhe und Taschen. So, jetzt will ich sie aber streicheln gehen. Kommst du mit? Die waren ja ganz schön wild. Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass ich dir meine Familie vorstelle. Hörst du sie schon? Bitte schön, meine Familie. Zähle einmal, wie viele wir sind. Das ist eine große Gruppe. Da habe ich manchmal ganz schön zu tun, auf alle aufzupassen. Wir haben noch einen anderen Namen, der auf unsere deutlich schwarz-weiß geringelten Schwänze hindeutet. Kommst du darauf? Ringelschwanzlemuren. Irgendwie passend. Am liebsten fressen wir süßes, saftiges Obst. Aber unser Tierpfleger bringt uns viel Gemüse und auch frisches Laub. Er will, dass wir nicht zu dick werden. Unsere eigentliche Heimat ist Madagaskar. Um 12 und um 15.45 Uhr werden wir gefüttert. Wenn du fragst, kannst du dem Tierpfleger vielleicht helfen. Viel Spaß! Jetzt haben wir schon einige exotische Tiere kennengelernt. In unserem Tierpark leben aber auch einheimische Tiere. Lass sie uns suchen. Da sind ja unsere Schwarzkittel. So kann man die Wildschweine auch nennen. Das Gehege der Wildschweine ist eines der ältesten im Tierpark und der erste Keiler, der hier einzog, hieß Macho. Komischer Name. Das ist lange her und wie du siehst, fühlt sich die große Familie, in der Jägersprache auch Rotte genannt, sehr wohl. Sie haben viel Platz, um mit ihrer Rüsselscheibe im Boden nach Nahrung zu suchen. Und sie gehen auch sehr gern ins Wasser. Sie können nämlich sehr gut schwimmen. Weißt du, was die Wildschweine in freier Natur so fressen? Richtig, Eicheln, Wurzeln und Rüben von den Feldern, aber auch Käfer, Regenwürmer und Mäuse. Deshalb werden sie als Allesfresser bezeichnet. Dass das Männchen Keiler heißt, weißt du ja schon. Aber wie werden die Weibchen und Jungtiere bezeichnet? Überlege. Frischlinge und Bache. Gehen wir ein Stück weiter. Ich kenne da einen, der Weihnachten nie da ist. Er sagt, er hat da viel Arbeit. Hallo Rudolf, na, wieder zu Hause? Rentiere sind Hirsche, bei denen Männchen und Weibchen ein Geweih tragen. Sieh dir mal die Füße genau an. Die nennt man bei Rentieren auch Klauen.
Rentiere haben an den Klauen besonders große Anhänge, damit sie im Schnee und Matsch nicht so tief einsinken. Das ist genauso, wenn Menschen Ski an den Füßen haben. Tolle Einrichtung. Jetzt schließe die Augen. Hörst du was? Rentiere knacken beim Laufen. Das Geräusch entsteht beim Auftreten. Hast du die Gibbons auch gerade rufen hören? Komm, gehen wir in ihre Richtung und sehen uns an, wie Vicky und ihr Mann auf der Insel toben. Gleich nebenan wohnt eine Familie, bei der es immer sehr lebhaft zugeht, die Erdmännchen. Na, hier ist ja wieder was los. Unsere Erdmännchen rennen ständig hin und her, immer auf der Suche nach Nahrung. Dabei haben wir doch unsere Tierpfleger. Weißt du, was sie den Erdmännchen bringen? Sieh in ihren Raum, da steht ihre Futterschale. Gab es heute Fleisch, Mehlwürmer und Ei? Vielleicht ist auch etwas Obst dabei. Erdmännchen gehören zu den Raubtieren. Sie fangen sich in Afrika auch Insekten, rauben Mäusenester aus und scharren im Boden nach Käferlarven. Sei mal ganz still. Erdmännchen unterhalten sich immer. Hörst du, wie sie piepsen? Diese Töne helfen, die Gruppe zusammenzuhalten. Ich kenne noch andere afrikanische Tiere. Überlege, ob dir auch welche einfallen. Die Zebras sind sehr bekannt. Bei uns wohnt auch eine kleine Herde, zusammen mit Antilopen und Straußen. Wenn wir jetzt über die Teichbrücke gehen, sehen wir sie schon. Aber halt mal! Sieh zum Teich, auf dem viele Wasservögel zu sehen sind. Kannst du die riesigen Karpfen und Bleie entdecken? Sie sind oft hier vorn, weil sie auch gern was vom Entenfutter abhaben wollen. Hast du kurz Zeit zum Füttern? Du brauchst nur ein 50-Cent-Stück. So ungefähr muss es auch in Afrika aussehen. Toll, wenn so viele Tiere gemeinsam auf einer Anlage sind. Zebras sind immer an ihren sehr auffälligen Streifen zu erkennen, aber sie dienen auch zum Schutz der Tiere. In der Savanne ist es für die Löwen schwierig, ein einzelnes Tier auszumachen. Durch die große Hitze fängt die Luft an zu flimmern. Dadurch verschwinden die Umrisse eines einzelnen Tieres. Deshalb leben Zebras auch in großen Herden. Kannst du einen Fohlen entdecken? Dann sieh mal genau hin, welche Farbe bei ihnen die Streifen haben. Die sind braun. Erst mit circa 2 Jahren werden sie auch schwarz. Wusstest du eigentlich, dass die Fohlen ihre Mütter nicht nur am Geruch, sondern auch an den Streifen erkennen? Siehst du Unterschiede? Eine andere Pferdeart muss ich dir aber noch zeigen. Die haben einen schwer auszusprechenden Namen. Ich versuche es. Das sind Przewalski-Urwildpferde. Die Tiere heißen so, weil ein russischer General, eben dieser Herr Przewalski, sie das erste Mal gesehen hat. Versuch es auch mal. Przewalski. Man nennt sie auch mongolisches Wildpferd. Sie waren schon fast ausgestorben, aber mit der Hilfe von Tierparks und Zoos ist es gelungen, sie zu erhalten. Dieses ursprüngliche Wildpferd ist in seiner Heimat, der Mongolei, nun wieder zu Hause. Puh, das war ein langer Weg. Schön, dass ich mit dir spazieren gehen konnte. Es hat mir viel Spaß gemacht und so habe ich auch mal wieder meine Mitbewohner gesehen. Danke. Vielleicht hast du Glück und siehst noch unseren Nandu-Hahn.
Axel ist etwa von Mai bis September mit Brüten und der Aufzucht seiner Küken schwer beschäftigt. Bei den Nandus kümmern sich ausschließlich die Männchen um die Aufzucht. Ich muss jetzt nach meiner Familie sehen. Tschüss, und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Deine Chester.